Hey ho, meine Lieben. Der Mensch muss essen. Verkommen lassen wollen wir nichts. Und deswegen mache ich heute nochmal was mit den Ribs, was ich noch von gestern übrig hatte. Und zwar einen Rib Sandwich auf dem Opti-Grill. Ja, ganz einfach, ganz lecker, hoffe ich zumindest. Kann ich mir auch nicht anders vorstellen bei den Zutaten. Und dazu gehen wir rüber in meine kleine, aber feine Küche. Auf geht's. Hier haben wir schon unsere Zutaten im Angebot. Restliche Rib oder die restliche Rib-Geschichte von gestern. Die habe ich jetzt noch entrippt. Also Knochen raus. Macht es am besten, solange sie noch warm sind. Weil die Cam steht total schief. Oder auch nicht. Oder täuscht es. Egal. Heute, wo es kalt war, ging es etwas schwerer. Und womit fangen wir an? Mit den zwei Toasties. Hier nehme ich mal Tomatenmark mit Knoblauch. Es soll noch mal ein bisschen extra Geschmack geben. Zwiebeln. Also die Zwiebelgeschichte findet ihr auch im letzten Video im Rib Toasty. Zwiebeln können es gar nicht genug sein. So. Das Rib schneide ich aber jetzt ein klein bisschen kleiner. Das hier so richtig schön drauf verteilen können. So. Nee, das reicht noch nicht. Schnell noch den Tefal eingeschaltet auf dem Sandwich-Programm. Käse. Zweimal Käse. Deckel drauf. Tja, und dann muss bloß noch der Tefal soweit warm werden. Aufheizen. Jo, Speise einlegen. In dem Fall unseren Toast. Die legen wir hier jetzt direkt in die Mitte drauf. Dicke wird berechnet. Ja, und dann heißt abwarten, bis er fertig ist. So, leicht gebräunt, gucken wir mal schnell rein. Ja, sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Eigentlich warten wir noch einen kleinen Augenblick. Jetzt fängt er an, gut rauszusabbern. Und ich würde sagen, das reicht. Heiß, 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 heiß. Ausschalten. Gut. Und da ist er. Dann gehen wir. Ja. Oder drehen wir uns um an die Theke. Tja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als das Ding einmal aufzusägen. Tja, und probieren. Ab im Hals mit dem Gerät. Der Gerät. Lecker. So, da haben wir nochmal. Und jetzt probieren. Ha. Ha. Ha.
Wow, schmeckt mir noch besser als gestern der Toasty. Richtig geil. Mit dem Käse jetzt noch mit dabei. Hammergeil. Hammergeil. Leute, habt ihr Spare Ribs übrig, macht euch am nächsten Tag so ein Sandwich. Das ist der Hammer. Der richtige Wahnsinnshammer. Und jetzt weiß ich auch, wie das Video heißt. Ein Hammer-Rib-Sandwich. Mhm. Jawohl. Gut, das war's mit diesem kurzen Sandwich-Video. Ich hoffe, es hat gefallen. Und ich hoffe auch auf Verständnis darauf, dass ich alleine bin und ja, dementsprechend halt nur so kleine Videos mache. Hilft ja nichts. Gut, Leute. Wenn ich so rausschaue, ist das schönes Wetter. Vielleicht gucke ich heute mal noch, wenn ich dazu komme, ob ich vielleicht nicht doch draußen ein Plätzchen finde, wo ich demnächst wirklich draußen mal wieder was grillen kann. Also, Tschaikowski, wir sehen uns. Und Däumchen nach oben, abonnieren und ich bin raus.